Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Lamulana. Ja, man fragt sich jetzt wahrscheinlich, wieso ich das hier jetzt nochmal anfange und wieso es nicht einfach weitergeht. Das liegt einfach daran, dass mir leider der letzte Part dieser Aufnahme verloren gegangen ist. Und zwar der Kampf gegen Tiamat, den ich jetzt eigentlich versprochen hatte. Der kommt jetzt leider nochmal ein bisschen, naja, nachgespielt oder kommt nachgespielt. Aber ich denke, ja, es wird schon passen, sagen wir es mal so. Und jetzt holen wir uns hier einfach nochmal das Ankjuwel. Man sieht auch, dass ich jetzt nicht die kompletten Leben habe. Einfach nur deswegen, also ich habe jetzt nicht alle 352 Leben, sondern ja bloß hier 320, weil ich den letzten Gral nicht geholt habe. Quatsch, den letzten Sacred Orb. Weil mir das jetzt gerade zu blöd war. Es ist einfach bloß zum kurzen Nachspielen. Und dann können wir von dem anderen Safe aus weitermachen. Der nach Tiamat dann. War jetzt halt irgendwie eine blöde Sache, aber wie gesagt, zum Glück ist es bloß dieser eine Part gegen Tiamat jetzt und nicht die ganzen Kinder. Deswegen passt es eigentlich. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück an die Surface, heilen uns. Und dann können wir auch schon gegen Tiamat kämpfen. Ich kenne den Kampf jetzt leider schon, das heißt, ich werde nicht ganz so überrascht sein, so kann man es sagen. Also allgemein über den Kampf natürlich. Ja, aber trotzdem wird es, denke ich, ganz gut, sagen wir es mal so. Oder, ja, es ist halt irgendwie ein Muss. Ich kann es jetzt leider auch nicht mehr ändern, so muss ich sagen. Und ich mache einfach das Beste draus. So, okay. Und dann gehen wir zu Tiamat. Wie gesagt, nicht vollständige Leben, sollte aber eigentlich nicht so viel ausmachen. Dann können wir gleich auch nochmal... Ich habe jetzt auch nicht die Flail Whip. Habe ich mir jetzt auch nicht geholt. So, Softwares. Da habe ich größtenteils schon alle aktiv jetzt. Ich glaube, wenn ich das ausmache, Move. Ja, genau, dann habe ich hier nochmal. Erstens die längere Unverwundbarkeitszeit und zweitens, dass wenn ich sterbe, dass ich dann mit 32 Leben wieder rauskomme. Das sollte also ganz gut sein. Und jetzt gehen wir Tiamat an. Nachdem wir die ganzen Kinder getötet haben. Kommt jetzt noch die Mutter aller Kinder zum Schluss. Okay, ich bin nur ein bisschen nervös, weil ich weiß, was kommt. So, also dann gehen wir zu unserem letzten Wächter. Oh, und damit beginnt die wunderschöne Musik. Ich liebe die Musik von Tiamat. Okay, und damit haben wir sie. Es ist so gruselig, dieser Schatten. Damit haben wir Tiamat und sie ist echt sehr interessant geworden, so kann man es, glaube ich, sagen. So, sie schießt jetzt mit ihren Haaren und sowas, Laser und alles. Und wir müssen jetzt versuchen, in die Mitte von ihr zu kommen. Und das, ich sag mal, so schnell wie möglich. Hebt jetzt ihre andere Hand? Nein, verdammt. Ah, der Anfang ist schwierig, so muss man es sagen. Ja, okay. Jetzt sind wir drin. Jetzt, ja, schießt sie aus ihrer Brust auch noch Laser. Ein schöner Bullet-Hell-Kampf und jetzt können wir hier einfach ins Gesicht springen und angreifen. Und ab jetzt wird der Bosskampf eigentlich einfach, so kann man es sagen. Weil wenn wir jetzt mal drin stehen und ihr Schaden machen können, dann kann sie nicht mehr allzu viel. Okay. Damit ist sie ein bisschen angepisst, wie man jetzt schon sieht. Hat ihr nicht ganz so gut gefallen. Aber wir können hier einfach weiter drin stehen bleiben. Das ist ja das Leichte dran. Jetzt schießt sie Verfolgungskugeln, ist aber auch nicht schlimm. Wieder die Laser. Wir stehen aber noch gut in den Leben. Auch mit dem Angel Shield ist es hier natürlich sehr gut. Die Laser kann man zwar leider nicht blockieren. So, jetzt macht sie eine Flutwelle. Jo. Da stehen wir aber einfach unter solchen... Man sollte eigentlich unter solchen Blöcken stehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir das schaffen. Das war doof. Oh je, jetzt müssen wir da echt aufpassen. Oh Gott, vor allem es werden dann so viele Laser und Geschosse und... Ah. Na komm schon, okay. Dritte Phase. 112 Leben könnte knapp werden. Jetzt. Jetzt ist sie richtig angepisst. Sie ist so gruselig. Jetzt sollte ich richtig stehen. Ja, wunderbar. Okay, und das Wichtige ist dann halt gleich hier wieder rein, weil ansonsten muss man da wieder rumfummeln. Und das dauert eine halbe Ewigkeit. Okay, und jetzt... kommt das... Au, tat das weh. Aber vielleicht reicht's. Man kann hier eigentlich stehen bleiben, wenn man schnell genug ist. Wir haben noch die 32 Leben. Ja, jetzt wurden wir gerade wiederbelebt und damit haben wir Tiamat besiegt. Okay, sehr schön. Man hat gesehen, es ist kein allzu schwieriger Kampf, wenn man genügend Leben hat. Congratulations, you have obliterated Tiamat, but the adventure continues. Oh ja, das tut's. Und zwar
Auf eine sehr krasse Weise. Und zwar haben wir jetzt alle Wächter getötet, alle 8 Stück. Und haben damit so ein bisschen, ja, das Ende freigeschalten. Es gab davor eigentlich ein Achievement. Wie hieß denn das? Irgendwie das Ende und die Hölle erwacht ist oder so irgendwas. Und das heißt einfach, dass... ich will sagen, dass die Mutter erwacht ist, so kann man es sagen. Wir holen jetzt erstmal das Item dort in der Mitte. So, zack. Okay. Und damit bekommen wir das Magmata-Jewel. Und das war früher wichtig, um die Mantras dann zu sprechen. Wir haben ja schon 2 Mantras bekommen, und zwar Birth and Death von unserem Philosophen hier. Und das war eines der Sachen, die man brauchte, oder das war eigentlich das Ding, das man brauchte, um die Mantras zu sprechen. Magmata Jewel, an artifact used to recall the wisdom of ancient times. Use with the item button to set it in its proper place. Also, ein Artefakt, das genutzt wird, um die Weisheit von vergangenen Zeiten zurückzurufen. Benutze es mit dem Item, mit dem Item-Knopf, um es an seinen richtigen Platz zu setzen. Das heißt, hier dient es mehr oder weniger dazu, um es bloß irgendwo einzusetzen. Aber das werden wir dann noch früh genug erfahren, wo. Ja, aber damit haben wir, wie gesagt, alle 8 Wächter getötet. Und haben damit so ein bisschen die letzte Prüfung freigeschalten. Hieß es ja auch schon mal. Wir waren ja schon mal dort theoretisch bei der, bei dieser tanzenden Fee und sowas. Das ist die letzte Prüfung. Und zwar beginnt jetzt das, das Einstechen der Keile, der 8 Wedges, in die Seele der Mutter, dass wir sie beschwören können. Aber die Mutter an sich ist jetzt schon erwacht. Und das werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. So, zack, weg, weg. Außerdem sieht man jetzt hier, dass diese Licht, wie heißen sie nochmal? Genau, Cross of Light. A cross that can be found at various locations. All were placed at a later time. Also dieses Kreuz aus Licht, dass das jetzt leuchtet. Und das bedeutet einfach, dass, ja, auch das bedeutet, dass alle 8 Wächter tot sind. Und dass man damit dann die Position für die Mantras finden kann. Das ist aber noch eine Sache für später. Das werden wir erst ein bisschen später machen. Ja. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu... zum Shrine of the Mother. Chamber of Extinction. Wir haben jetzt hier auch unseren Punkt, unseren Gralpunkt für den Shrine of the Mother verloren. Da wollte ich mich eigentlich nicht hin teleportieren. Sondern hier hin. Und dann gehen wir hier nochmal kurz rein. Weil da stand es ja auch, dass wenn dieses Land erwacht, dass dann der Zugang nicht mehr zugänglich ist. Und das will ich jetzt einmal bloß kurz zeigen, wie es da jetzt da drin jetzt aussieht. Und zwar sind wir jetzt hier, steht eben noch Shrine of the Mother dran, aber eigentlich sind wir jetzt hier im True Shrine of the Mother. Und zwar hat die Mutter alles irgendwie verwurzelt, nachdem sie jetzt erwacht ist, beziehungsweise ihren wahren Schrein offenbart hat, so kann man sagen. Und ja, damit, wie gesagt, fehlen eigentlich bloß noch die acht Keile, die wir reinrammen müssen, die 8 Mantras. Und dann können wir auch schon die Mutter bekämpfen, nachdem wir noch die Medizin des Lebens geholt haben. Das ist aber alles erst eine Sache, wie gesagt, für später. Jetzt machen wir eigentlich erstmal Schluss. Das war jetzt nur noch mal kurz der Kampf gegen Tiamat. Und dass ich zeigen wollte, was da jetzt passiert ist mit dem Shrine of the Mother. Das heißt, es gibt jetzt bloß noch einen Eingang in diesen Shrine. Oder in den True Shrine. So heißt er, also der wahre Schrein der Mutter. Und zwar von oben. Aus dem Endless Corridor. Und ja, das machen wir das nächste Mal. Und ja, damit würde ich auch sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Lamulana Remake. Wenn wir die finale Mission oder die finale Herausforderung angehen. Und dann die Mutter erwecken und auf ewig erlösen werden. Also dann, ciao! Früher war sie eklig, so würde ich sagen. Jetzt kann sie noch viel ekliger sein. Wir werden es genau jetzt herausfinden.
Okay. Oh Gott, was zur Hölle? Hi, Tiamat. Du siehst anders aus. Oh, ich kann auf deinen Haaren stehen. Wie mache ich dir Schaden? Kann ich das nicht blocken? Nee, kann ich nicht. Wow. Wie mache ich dir denn Schaden? Vielleicht an deinen Händen? Nö. Ah. Ja, ich verstehe. Wow, was zur Hölle? Bullet Hell. Okay, ja, ja. Schieß. Okay. Ja, 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 ich verstehe. Ah, die Laser machen mir ein bisschen zu schaffen. Den Feuerball hätte ich ausweichen können. Oh Gott, sie sieht so gruselig aus. Was? Okay, zweite Phase. Glaube ich. Sie ist angepisst. Irgendwas. Oh Gott, was war das denn? Ich glaube, sie ist angepisst, ja. Nein, oh, gerade das Schild weggepackt. Ich bin so doof. Okay, da können die Strahlen nicht hin. Sehr schön. Jetzt muss ich bloß wieder reinkommen. Na doch, der kann hin. Oh nein, was jetzt? Ah, okay, da drunter stehen. Okay, gut. Da ist man dann geschützt. Ich verstehe. Ja, Patschepfötchen weg, danke. Ah, das kann man auch blocken. Oh Gott. War schöne Musik. War schon damals sehr cool. Na komm, ich habe dich auf jeden Fall schon in die zweite Phase gebracht. Nein, ah, ich muss mich umdrehen, wenn das es macht. Ja, nee, das war nicht die zweite Phase. Das war einfach bloß... Oh, du hast mir Schaden gemacht. Oh Gott. Jetzt ist er ultra angepisst. Ja, kein Problem. Das weiß ich, wie es funktioniert, ja. Dann kommt sie wieder. Au, okay, sie kommt wieder mit geschlossenen Armen. Muss man wissen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. ich verstehe. So ein bisschen.